Hallo Leute und willkommen bei uns beim Würfelorden und bei einem weiteren How-to-Start-Video. Im Normalfall habe ich dir eher im Zuge einer Themenwoche, aber heute habe ich mir überlegt, wieso nicht, ich habe mal wieder Bock und mache mit euch heute eine weitere böse Fraktion durch, und zwar die Schlangenhorde, beziehungsweise wo, unter dem Namen, wo sie noch sehr bekannt ist, Harad. Das heißt, ich gehe mit euch einfach durch, wie ihr meiner Meinung nach am besten diese Fraktion starten könnt. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Da gebe ich jetzt keine Garantie drauf, dass das die beste Lösung ist oder sonstiges. Aber das ist die Lösung, wo ich glaube, dass ihr am besten fahrt und wie das Ganze am meisten Spaß macht. Primär gehe ich darauf ein, wie man welche Modelle ihr kaufen könnt und so weiter. Dabei lasse ich das Murmag prinzipiell mal außen vor. Ich zeige euch aber nachher, wie man das Ganze machen kann und wie man trotzdem eine Liste damit bauen könnte. Ja, fangen wir mal an. Womit beginnt man am besten Harad? Und zwar, der Kern dieser Fraktion ist der Schlangenfürst himself, das heißt Zul'Adan. Inzwischen gibt es ein anderes Modell, das ist der alte, der gefällt mir deutlich besser. Ich habe den neuen auch, aber den habe ich noch nicht bemalt. Zul'Adan ist ein legendärer Held, was schon mal genial ist, für sehr wenig Punkte mit einer 6 Zoll Standarte und einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis, den ihr zu Fuß und beritten für 29 Euro bei Games Workshop bekommt. Dazu muss man eine Sache sagen, und zwar Zul'Adan ist wahrscheinlich der am besten zu verbündende böse Held, beziehungsweise einer der stärksten Helden auf der bösen Seite. Nicht deswegen, weil er jetzt der Mega-Burner im Nahkampf ist oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil sein Preis-Leistungs-Verhältnis, die 6 Zoll Standarte und die 18 Modelle, die er mitnehmen kann, vor allem die Auswahl an 18 Modellen, die er mitnehmen kann, verdammt gut ist und für viele Fraktionen hier was Tolles bringt. Das heißt einfach, er ist eine super Bündnisoption und meiner Meinung nach ein wahnsinnig schönes Modell. Mit dem solltet ihr eure Armee beginnen, weil das ist so der klassische Anführer für die Schlangenhorde. Neben Zul'Adan würde ich euch empfehlen, ein Kommandoset zu kaufen. Das Kommandoset enthält 4 Miniaturen, das ist einmal ein Taskmaster, eine Standarte, ein Hauptmann und ein Horn. Das Horn habe ich jetzt in der Box gelassen, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Wieso? Ihr bekommt gleich einmal 2 Helden, die jeweils 12 Modelle anführen können. Das heißt, ihr kommt sehr schnell einfach darauf, Masse spielen zu können. Die Standarte ist ein nice to have, braucht ihr aber im Normalfall allerdings nicht, da Zul'Adan bereits eine 6 Zoll Standarte ist. Und das Horn braucht ihr vor allem dann, wenn ihr das Mumakil spielen wollt. Alternativ zu dem Kommandoset kann ich euch auch sagen, könnt ihr euch auch den Verräter holen. Der Verräter ist ein wahnsinnig cooles Modell, das in Harad auch richtig viel Spaß macht zu spielen. Allerdings, wieso er jetzt in der Liste bei mir eher weiter hinten ist, hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar gibt es den guten Kerl nur mehr in Dreierset gemeinsam mit dem Ritter von Umba und Kamul. Und damit ist das halt natürlich ein bisschen unpraktisch, weil man eigentlich nur ihn dafür für Harad braucht. Ihr seid da bei 55 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre, für 3 zu Fuß und beritten Modelle. Ja, ob man das braucht oder nicht, aber der ist eigentlich schon ein ziemlich wichtiges Modell. Aber primär bin ich jetzt mal beim Kommandoset. Dann würde ich mir einmal das Kriegerset holen. Da seid ihr bei 34 Euro, da habt ihr dann jede Menge Speere und Bögen drinnen, die eigentlich den Kern dieser Armee bieten. Gerade Beschuss ist extrem interessant in der Liste. Ihr müsst einfach bedenken, ihr könnt 50% Bögen mitnehmen und der Verräter erlaubt euch Giftverwundungen zu wiederholen und alle eure Bögen haben Gift. Das heißt, es ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Fähigkeit, die sich auf jeden Fall für euch lohnt. Drum sind die Krieger auch eine super Sache. Auch wenn die Krieger nur auf die 4 Plus treffen, sind sie meiner Meinung nach auch die interessanteren Bogenschützen im Gegensatz zu den Wächtern von Kana. Die treffen zwar auf die 3 Plus, sind aber deutlich teurer und daher nicht so interessant. Ich gehe immer den Weg, dass ich hier lieber Bogenschützen, die klassischen Krieger der Haradrim, nehme. Dann würde ich mir einmal Reiter der Haradrim kaufen. Das ist ein 6er Set für 25 Euro. Da habt ihr dann verschiedene Varianten von Bewaffnungen drin. Ihr könnt theoretisch auch einen Banner bauen, das würde ich euch aber absolut nicht empfehlen.
weil Banner einfach beritten, meiner Meinung nach, bei einem Krieger sich nicht so auszahlen. Er gibt ziemlich viele Punkte aus für ein Modell, das dann nicht in den Nahkampf kann und dergleichen. Und vor allem habt ihr so einen 6 Zoll Banner mit Zula dann dabei. Berittene Banner lohnen sich eigentlich nur bei Kavallerie-Armeen, also All-Mounted. Das habt ihr in dem Fall ja nicht. Neben den Haradrim würde ich euch noch zwei Sets von Elite-Einheiten empfehlen. Das heißt, entweder Wächter von Kana oder Wächter von Abrakan. Beide Modelle haben ihre Berechtigung und das ist eine reine Geschmackssache, welche man mehr mag. Weil stark sind beide. Es sind beide verdammt gute Einheiten und bieten verdammt gute Optionen. Drum kommt es immer darauf an, was einem besser gefällt. Der Wächter von Kana kommt mit zwei Attacken daher. Mit seiner K4 und seiner Fähigkeit gegen Terror ist er super, um auch entsetzliche Gegner anzugreifen und garantiert eigentlich meistens einen Nahkampf zu gewinnen. Ihr habt nicht einen Speerunterstützer und eine Standarte bis zu 4 Würfel, um einen Nahkampf zu gewinnen, für verhältnismäßig wenig Punkte. Das heißt, der Wächter von Kana ist hier eigentlich eine sehr solide Lösung. Auf der anderen Seite bekommt ihr den Wächter von Abrakan. Der Wächter von Abrakan ist ein Stärke 4 bulliger Zweihandkrieger mit K4, der in dem, wenn er auch noch richtig unterstützt wird, das heißt in dem Fall zum Beispiel von einem Schlangengardisten zum Beispiel, dass er Finden ansagen kann und eins wiederholen kann, der haut richtig gut gegnerische Krieger weg. V6 Modelle haut er auf die 4 weg. Das muss man mal auf der bösen Seite sich auf der Zunge zergehen lassen. Das macht richtig Bock von einer Elite-Einheit, die ich spammen kann. Und das könnt ihr bei Harad einfach. Das heißt, hier einfach mal zwei Sets, dass ihr 6 Elite-Krieger habt. Die bauen sich dann nach und nach auf. Damit seid ihr mal bei einem gewissen Grundstock der Armee. Und das heißt, ungefähr 144 Euro habt ihr jetzt ausgegeben und könnt damit auf jeden Fall mal eure Listen bauen. Was ich dazu sagen muss, ist, vieles davon bekommt ihr auch auf den Gebrauchtmarkt. Gerade Krieger von Harad sind sowohl durch die Diagostini-Hefte als auch durch den Kauf von Mumax eine ziemlich, wie soll ich sagen, ausgiebige Geschichte. Drum kriegt man die auf dem Gebrauchtmarkt auch sehr, sehr günstig. Genauso die Reiter von Harad kriegt man eigentlich im Normalfall auch. Die Elite ist eher dabei schon ein bisschen seltener. Aber auf jeden Fall die Standardsachen kriegt man eigentlich immer wieder. Solltet ihr euch entscheiden, einen Mumakil zu kaufen, ist das auf jeden Fall für euch eine Möglichkeit zu spielen. Man muss aber sagen, es ist sehr, sehr schwierig, vor allem er ist nicht auf jedem Gelände spielbar. Bringt aber trotzdem Spaß, wobei ich sagen muss, ich möchte nicht immer ein Mumak spielen. Das ist meine persönliche Meinung, ich möchte nicht immer das gleiche spielen. Von dem her, ja, muss man das einfach bedenken. Allerdings kommen mit jedem Mumak auch 12 Krieger und ein Hauptmann dazu. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall auch eine coole Variante. Schauen wir sich mal die erste Möglichkeit für eine Liste an, die wir einfach mit diesen, mit den gekauften Modellen, was ich euch empfohlen habe, bauen könnt. Und zwar nehmen wir eine 500-Punkte-Liste mit insgesamt 38 Modellen. Das ist ja eigentlich ziemlich solide auf 500 Punkte. Ich habe es jetzt mit dem Kommandoset und nicht mit dem Verräter gemacht. Das heißt, ihr nehmt Zula dann mit auf einem Pferd, 7 Krieger mit Bogen, ein Krieger mit Bogen und Speer, 4 Krieger mit Speer, 6 Abrak, 7 Krieger mit Bogen, 1 Krieger mit Bogen und Speer, 6 Krieger mit Speer, 6 Abrakan-Wächter, ich bin eher so der Abrakan-Verfechter, muss ich sagen. Dann ein Haradrim-Häuptling, der hat 7 Krieger mit Bogen, mit 5 mit Speer, ein Taskmaster mit 2 Reitern mit Bogen und Speer und 3 Reitern nur mit Speer. Das heißt, ihr habt eigentlich verdammt viele Bogenschützen, das heißt insgesamt auf 16 Pfeilen, das ist schon eine ganz schöne Ansage, muss man sagen. Das macht auch richtig, richtig Spaß. Auf der anderen Seite habt ihr K4 dabei, habt sehr viele Giftattacken und habt eigentlich eine 6 Zoll Standarte. Das heißt, die Liste kann auf jeden Fall Spaß machen. Wie könnte man jetzt eine solche Liste erweitern? Und zwar klassisch auf jeden Fall der Verräter, das habe ich euch eh schon gesagt, den würde ich mir auf jeden Fall besorgen. Spätestens dann, wenn ihr mal die Liste habt, ist der ein Must-Have, dass man den irgendwann einmal organisiert. Das heißt, entweder kauft euch den Set, wenn ihr den Rest nicht wollt, verkauft den oder sonst irgendwas oder schaut, ob ihr den Verräter selber gebraucht verkaufen könnt
oder ihr baut sie in euch um. Ich habe schon tolle Umbauten gesehen, die sich den Nazgul Schlacht auf den Pelennorfeldern, den normalen Nazgul, nicht den Hexenkönig, nehmen, dem einen Turban machen und dann wie den Verräter anmalen und auf ein Pferd setzen und ihr habt auch einen Verräter. Und dann schnappt man sich noch irgendein zweites Modell und baut den auch um. Ist auf jeden Fall eine gute Variante, um auch den Verräter zu kriegen. Auf jeden Fall, den braucht ihr schon. Dann Schlangenreiter. Schlangenreiter würde ich mir auf jeden Fall holen. Die sind leider ziemlich teuer. Ihr seid bei zwei von denen für 25 Euro. Allerdings ist das eigentlich die stärkste, meiner Meinung nach, eine der besten Kavallerieeinheiten. Ich will jetzt nicht sagen die stärkste, aber eine der besten Kavallerieeinheiten auf der im Spiel. Für wenig Punkte bekommt sie eine K4-Einheit mit Lanze und Giftattacken. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Auf der bösen Seite würde ich es eher sogar, gibt es wenig, was so gut ist wie ein Schlangenreiter. Vor allem, wenn man dann wieder anschaut, wo man es rein verbünden kann. Und mehr Wächter. Das heißt, entweder mehr Wächter von Abrakan oder mehr Wächter von Kana. Was euch persönlich besser gefällt, da könnt ihr euch austoben. Jetzt schauen wir uns mal eine 700-Punkte-Liste an. Bei 700 Punkten könnt ihr wahnsinnigerweise schon 47 Modelle aufstellen. Das ist verdammt viel. Und zwar mit der Erweiterung, die wir jetzt gekauft haben, kaufen wir uns wieder Suladan auf seinem Pferd. 8 Krieger mit Bogen und Speer. Später im Spiel werdet ihr einfach bemerken, dass es sehr viel Sinn macht, seinen Bogenschützen einen Speer zu geben, dadurch, dass die in der zweiten Reihe spielen und ihr einfach dadurch punkteeffizienter seid. Dadurch, dass die Krieger sehr billig zu bekommen sind, ist ein Umbau von Bogenschützen, dass man Bogenschützen einen Speer dazu gibt oder einen Speerträger einen Bogen dazu, sehr, sehr einfach. Da kann man wirklich verdammt viel machen. Einfach um euch mal ein paar Beispiele zu zeigen. Sehr leicht ist zum Beispiel, dass ihr andere Bits nehmt und denen einen Köcher aufklebt oder zum Beispiel von den Reitern die Pfeile, die Bögen zum hinten auf dem Rücken draufkleben, auf einen Krieger klebt. Das ist eine Variante, das habe ich hier bei 2 gemacht. Ihr könnt auch zum Beispiel einen Speerträger so umbauen, dass er statt so aussieht, ist ungefähr dieselbe Variante. Und dann hat er auch einen Bogen, da habe ich einfach den Bogenarm von dem anderen genommen und aufgeübt und so weiter. Das heißt, die Umbaumöglichkeiten sind da relativ intensiv. Zusätzlich zu diesen 8 Kriegern mit Bogen und Speer nehmt ihr 2 Schlangenreiter dazu, 8 Wächter von Abrakan, das heißt, da merkt man schon richtig Elite. Das geht dann auch natürlich ein bisschen ins Geld, weil Prost 3er setze ich mal bei 12,50. Aber das macht dann halt auch richtig, richtig Spaß. Dann als zusätzlichen Trupp würde ich euch empfehlen, ihr nehmt mit 7 den Verräter. Den Verräter würde ich mitgeben 3 Reiter der Haradrim mit Bogen und Speer, 3 Reiter der Haradrim mit Speer, 3 Krieger der Haradrim mit Bogen und Bogen und Speer, einen nur mit Bogen, 2 Abrakans, ja, drei Abrakans und 4 Krieger mit Bogen und Speer, so schaut's aus. Und dann habt ihr noch einen Haradrim Taskmaster, den nehmt ihr einfach mit 6 Krieger mit Bogen und Speer und 6 Wächter von Kana und ihr habt eine schöne, schöne Variante. Jo, das wäre mal so ein 700er Trupp im Ganzen. Man merkt schon, man hat jede Menge Bogenschützen, da sind wir bei 22 Bögen sind mit dem Taskmaster schon richtig, richtig übel. Das heißt, das ist auf jeden Fall für euch eine ziemlich cool zu spielende Liste. Mir macht das immer sehr Spaß. Man muss sich einfach bewusst sein, dass es sich bei Harad um eine Glaskanone handelt. Das heißt, die teilt ordentlich aus, aber steckt auch richtig, richtig ein. Ich habe euch auch gesagt, wir gehen das Mummak trotzdem ganz kurz durch. Und zwar möchte ich euch einfach mal eine 500-Punkte-Liste zeigen, auf die ihr theoretisch das Mummak spielen könnt. Das heißt, ihr nehmt das Mummak mit, den gebt ihr Steine zum Werfen, die auf jeden Fall die Stoßzahnwaffen und die verbesserte Verteidigung. Der kriegt mit 5 Haradrim mit Speer das Warhorn, was wir vorher gesagt haben, das heißt das Kriegshorn aus der Kommandobox und 6 Krieger, Wächter von Kana mit Bogen. Der große Vorteil ist da einfach bei Wächter von Kana mit Bogen, gerade auf dem Mummak zahlt es sich aus, weil da müsst ihr einfach erschießen und dergleichen und die treffen ja dann später auch mit den Steinen besser. Das ist eine ziemlich coole Variante, da auf die 3+ zu treffen.
Das ist eine nette Variante, einfach um das Mummer zu spielen, 13 Modelle, und das habt ihr mit allem, was wir eigentlich gesagt haben, relativ schnell herinnen. Möchte man das Ganze ein bisschen aufrüsten, ändert sich vom Prinzip nicht viel. Man nimmt den was ich noch vergessen habe beim Mummer, kauft am besten den Meister dazu. Das zusätzliche Heldentum und den höheren Mutwill braucht sie einfach. Dann bei 600 Punkten könnt ihr eigentlich ziemlich dasselbe nehmen. Ihr nehmt wieder die verbesserte Verteidigung in Beastmaster, also den besten Meister, Steine und Stoßzahnwaffen. Dazu kommen drei Krieger von Haradrim mit Speer, ein Krieger von Haradrim mit Horn, acht Wächter von Kana mit Bogen und drei Schlangenreiter unter dem Kommando von einem Häuptling auf Pferd. Den müsst ihr euch irgendwie umbauen, aber das sollte mit einer Reiterbox überhaupt kein Problem sein. Da merkt man einfach, die zusätzlichen Reiter sind einfach dafür da, um das Mummak ein bisschen abzuschirmen und dergleichen und ihm im Nahkämpfen nochmal ein bisschen zu helfen, beziehungsweise auch einfach um Marker einzunehmen. Da kann es sehr gut sein, ein paar Reiter dabei zu haben. Das wäre die Variante. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Mummak spielen könnt, haben wir ein tolles, meiner Meinung nach tolles Taktikvideo dafür, das verlinke ich euch oben in der Ecke, einfach mal reinschauen, wenn ihr euch hier noch nicht so auskennt. Ja, dann schauen wir uns die nächste Variante an, und zwar einfach, womit kann ich jetzt das Ganze verbünden? Ich habe schon großartig gesagt vorher, dass Harad einfach ein wahnsinnig toller Bündnispartner ist, einfach weil er viele Bögen reinbekommt, billige Truppen, tolle Helden und so weiter. Einer der klassischen Bündnisvarianten davon ist Mordor. Ich habe jetzt eine Liste davon geschrieben, die ist bitte nicht ausgemaxt oder sonst irgendwas, sondern soll euch einfach eine Idee geben, wie man das Ganze spielen kann. Ist aber überhaupt keine Prämisse, das so spielen zu müssen. Da sind wir bei 600 Punkten. Da nehmt ihr mit Suladan auf Pferd, mit 16 Schlangengardisten, Shagrat mit schwerer Rüstung und dem Schild von Kirit Ungol, 3 Morannon-Orks mit Schild und Speer, 8 Morannon-Orks mit Schild, Kadush mit 3 Orks mit Schild und Speer und 8 Morannon, also 3 Morannon-Orks mit Schild und Speer und 8 Morannon-Orks mit Schild. Das heißt, ihr habt eigentlich eine sehr solide Truppenanzahl mit 41 Modellen, habt mit Suladan das Banner dabei, Shagrat kann ein bisschen kämpfen und die Orks laufen euch nicht weg durch Kadush. Und zusätzlich kommen wir zu dem großen Vorteil, ihr habt die K4 dabei. Das heißt, die Schlangengardisten sind Speerunterstützer mit durchgehend K4. Die könnt ihr perfekt einsetzen, um die Morannon-Orks zu unterstützen. Und habt dann vorne V6 Stärke 4 und hinten K4 und dürft sogar die Verwundungen von den Schlangengardisten wiederholen. Also das ist eine ziemlich coole Variante. Man könnte natürlich auch statt Schlangengardisten sagen, ich nehme normale Krieger mit Speer und Bogen. Dann habe ich halt noch zusätzlich die Variante, dass ich ein paar Schuss dabei habe. Das ist aber jetzt in der Liste nicht unbedingt notwendig. Neben dem Bündnis mit Mordor bietet sich auch das Bündnis mit den Korsaren an, beziehungsweise natürlich in weiterer Folge auch das mit Fahrrad, also mit den Mahuts. Mit den Korsaren könnte man zum Beispiel spielen eine 700-Punkte-Liste, das spiele ich persönlich sehr, sehr gerne. Ihr nehmt es mit Suladan auf Pferd, 9 Haradrim mit Speer und Bogen, 2 Schlangenreiter, 7 Abrakans, dann noch Dalamyr mit 6 Korsaren mit Schild und Speer, 6 Armbrustschützen, 6 schwarzen Numenorern und einen Captain mit Armbrust, 3 Korsaren mit Schild und Speer, einen Korsar mit Speer, 4 Armbrustschützen und 4 Numenorer. Der große Vorteil an der Liste, habt einen extrem großen Beschuss, ihr seid insgesamt bei 11 Armbrüsten und 9 Bögen. Die Bögen bieten euch vor allem die Möglichkeit, auch wenn sich der Gegner wegbewegt, trotzdem zumindest halb bewegen und schießen, das können die Armbrüste in diesem Fall nicht. Ihr gleicht durch die Schlangenreiter die fehlende Kavallerie bei Umbar aus, ihr habt durchgehend K4 fast, ihr habt V6 durch die schwarzen Numenora und habt zwei tolle Helden, ihr könnt Zula dann zum Armeeanführer machen, dadurch kann Dalamyr metzeln und so weiter, das heißt die Liste spielt sich ziemlich, ziemlich gut meiner Meinung nach und ihr habt einen richtig fetten Schadensoutput. Natürlich könntet ihr auch noch mit Fahrrad spielen, allerdings nehme ich das jetzt im Moment raus, da das jetzt, während ich dieses Video aufnehme, aus dem Sortiment von Games Workshop genommen wurde. Deswegen möchte ich euch das in dem Fall jetzt nicht so weiter erklären.
Ja, das war mein Einblick in die Welt von Harad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr irgendwo eure Harad-Armeen kommentiert. Das heißt, wenn ihr was Schönes bemalt habt, freuen wir uns, das natürlich immer zu sehen. Solltet ihr mit Harad beginnen, wir stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Stellt es in die Kommentare bei diesem Video. Wir freuen uns sehr drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch wieder ein bisschen was näher bringen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Würfelorden. Lasst doch ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Dann kriegt ihr auch weiterhin alle Videos direkt von uns hier in YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!